1 zurückgekommen. War die erste Halbzeit mit das Beste, was Sie vom BVB zuletzt gesehen haben? Oder vielleicht das Beste? Ja, definitiv gehört es zu den besten Spielen bis jetzt. Besonders die erste Halbzeit war ähnlich gut wie die zweite Halbzeit in Leipzig. Also da weiß ich jetzt nicht, was genau da besser war, aber das war sehr ähnlich vom Spielverlauf. Ja, wir sind natürlich glücklich über das Ergebnis, aber doch viel glücklicher und stolz auf die Leistung. Es waren keine leichten Tage oder Wochen für uns als Team. Und dann hier hinzukommen gegen eine Mannschaft, die 9-mal in Folge gewonnen hat und 7-mal in Folge kein Gegentor kassiert hat, dann in 45 Minuten 3-mal zu treffen, das zeigt den Charakter der Mannschaft und das ist das Gesicht, was wir viel häufiger und viel konstanter zeigen wollen. Und Erling Haaland bleibt eine Urgewalt. Ne? Es wird schon so viel über ihn gesprochen. Was wollen Sie heute noch hinzufügen? Edin, geht's jetzt wieder mit dem Ton? Ja, jetzt höre ich euch. Die letzten 10 Sekunden habe ich gehört. Ich glaube, es geht um das zweite Gegentor. Ja, das war hinten raus. Aber Didi hat gesagt, jetzt wollen wir einmal richtig viel loben und dann ist der Ton weg. Kann ja nicht sein. Also jetzt machen wir weiter. Erling Haaland war die zweite Frage. Jeder hat über ihn schon irgendwas gesagt, ne? Positiver Art. Was wollen Sie heute noch hinzufügen nach der Leistung? Ja, wir haben Erling heute eine Sonderrolle gegeben. Wir wollten ihn hinter dem Ball haben, aber er sollte jetzt nicht aktiv ins Pressing gehen. Das sollten die anderen Jungs für uns erledigen im Zentrum, weil wir wussten, dass Sevilla dann häufig sehr hohes Risiko geht mit einem Innenverteidiger dann andere Bild. Und wenn wir den Ball dann erobern, wir Erling in diese Situation haben, dass wir ihn schnell mit einem Kontakt hinter die Abwehr schicken können. Das hat Erling heute super gemacht, hat sich mit den Toren belohnt, aber die Wege, die er dann gemacht hat für uns als Team, waren hervorragend. Ja, das wünschen wir uns, dass wir das konservieren können und wirklich an jedem Spieltag so abrufen können. Edin, jetzt hast du es gerade schon angesprochen, die tolle zweite Halbzeit gegen Leipzig, dann habt ihr aber diese Konstanz die nächsten Wochen auch nicht gefunden. Jetzt habt ihr wieder ein tolles Spiel gemacht heute. Jetzt gilt es, das am Samstag im Derby zu bestätigen. Gibt es jetzt die nächsten Tage Zuckerbrot oder Peitsche? Ja, also ich bin gar nicht so unglücklich darüber, dass ich das ganze Lob nicht gehört habe, weil das Lob haben wir uns noch nicht verdient. Wir haben heute eine gute erste Halbzeit gehabt bezüglich dem Vergleich mit Sevilla. Da steht noch ein hartes Stück Arbeit an, um in die nächste Runde einzuziehen. Wir haben uns eine gute Ausgangsposition gebracht, aber es ist, wie gesagt, erst die Hälfte gespielt. Ja, und wir wollen jetzt da weitermachen. Nochmals, wir werden wieder die Fehler aufarbeiten. Wir werden versuchen, unsere Stärken zu verbessern, um dann halt auch wirklich das jetzt als Benchmark zu nutzen, um es schnellstmöglich, am besten am Samstag wieder genauso abrufen zu können. Edin, aber wenn es nicht zu viel Lob sein soll, ja gut, können wir auch, ne? Dann greifen wir nochmal das zweite Gegentor auf. Ich habe aus dem Augenwinkel gesehen, Sie haben mit Mats Hummels auch nach dem Spiel gesprochen. Ich hatte den Eindruck, es ging um dieses Tor, weil es wieder eine Standardsituation war. Was passt da nicht? Was kann man da besser und muss man besser machen? Ja, das ist immer total ärgerlich. Also nochmals als Trainer, das Erste, worum es geht, ist, wie ist diese Standard entstanden? Also die beste Art, wie man Standards verteidigen kann, da bleibe ich bei, ist, keine Standards zu kassieren. Dass man das nicht immer vermeiden kann, ist auch logisch. Wir wollen versuchen, wenn wir faul spielen, so hoch wie möglich, dass die Gefahr halt minimiert wird. Aber jetzt war es ein langer Ball auf den zweiten Pfosten, wo De Jong sich halt sehr wohl fühlt. Wir sind dann halt auch wirklich eigentlich in der numerischen Gleichzahl oder Überzahl, laufen dann aber die letzten zwei, drei Schritte halt nicht mit. Ja, und dann klingelt es halt in der Champions League sehr schnell. Erzähl mal das Bild mit Mats nochmal. Ging es darum, er wirkte sehr verärgert, ob des zweiten Gegentors? Ja, natürlich waren wir nicht glücklich über das zweite Gegentor, aber es ging da eher so um eine gewisse Phase, wo wir dann etwas passiver wurden, wo wir so ein bisschen auf den Hinterfuß gekommen sind, was irgendwo auch verständlich war, weil wir haben natürlich sehr viele Körner verloren, auch im Laufe des Spiels. Sevilla hat immer wieder riskanter angegriffen, dementsprechend war es dann halt auch nicht leicht, den Zugriff und den Druck auf den Ball zu erhöhen. Da haben wir ein bisschen die Körner verloren am Ende, um dann halt wirklich stabil und sauber zu Ende zu spielen. Aber am Ende bleibt das Positive. Und mit welchen Gedanken geht es jetzt Richtung Derby? Ja, heute freuen wir uns über den Sieg. Es war keine einfache Woche oder die letzte Phase war nicht leicht. Und wenn wir uns jetzt nicht mal gönnen, den Abend jetzt zu genießen, dann machen wir irgendwas falsch in diesem Sport, weil wir werden permanent mit Kritik überworfen. Dementsprechend dürfen wir uns auch heute Abend über diesen Sieg freuen. Und danach geht es komplett in die Vorbereitung auf das Derby am Samstag, weil da wollen wir den nächsten Dreier holen dann. Und dann sage ich es nochmal, 726 gegentorlose Minuten hatte Sevilla und dann knallte es dreimal. Glückwunsch zum Sieg, Edin. Schönen Abend noch. Vielen lieben Dank. Schöne Grüße.
Wiedersehen. Ciao.